Soldier. Wo ist unser XXX? Da ist unser XXX. Erstmal kann sie auch nicht hinstellen. Und dann bist du ab sofort. Mach was. Komm. Zip, 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 zip. Raus. Auf die Karte. Und jetzt einfach. Oh, neues Ziel. 7 Tage. Enemy Material ist allerdings 10 bis 12. Und der Archon könnte auftauchen. Nee. Da sollten wir gerade auch nicht die Ausrüstung für haben, weil zwei Missionen schon aktiv sind. Incoming message for you, Commander. Patching it through to your quarters now. While I recognize that you've been placed in a difficult situation, Commander, our continued failings over the last month have left many in the resistance concerned. Nothing short of a fast improvement will do. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil der Feind hat nur dafür gesorgt, dass 2 Ops fehlen. Das waren diese 20% Dinger. 2 Dark Events wurden completed, aber das kann ich nicht wirklich gut verhindern. Und sie hatten einen Raid. Dafür haben wir 9 Ops completed, im Gegensatz zu den 2 verlorenen. Resistant Rumors Investigated, das ist die Spionagegeschichte. 6 neue Technologien erforscht. 5 Covered Ops erfüllt. Und noch ein Ambush. Also, ja. Ich glaube, es war gerade ein D von der Note her. Das ist eine coole, ist doof. Und davon werden sie dann auf 64 abgezogen. Du hast einen Boost bekommen. Critical Hits mit deiner Primärwaffe haben eine Chance, Panik im Gegner auszulösen und in nahen Einheiten. Was tödlich ist für den, weil der halt mega wuselig ist. Das heißt, er kann uns flankieren, dadurch fast automatisch critten und uns dann in Panik versetzen. Okay. Nur am Trainieren. So, alle Adventssoldaten haben jetzt eine Chance, als psionische Zombies reanimiert zu werden, wenn sie sterben. Also ohne, dass ein Psioniker in der Nähe ist. Auch lästig. Und da ist das Supply-Zeug. Kinder. Jo. Neues Ziel. 4 Tage für einen Ingenieur. Nö. Neues Ziel. 3 Tage 10 für einen. 13 bis 15. Nein. Setting course for the Mexican Regional Tract. Okay, wir haben jetzt 178 Supplies, das heißt, wir können uns jetzt ja was genau holen. Also entweder, dass sie eher ausbluten als zu sterben, was super wichtig ist, oder dass sie mehr Erfahrungspunkte bekommen. Idealerweise natürlich beides, aber für beides bräuchten wir 225, was ich eigentlich dachte, dass wir auch bekommen, aber ne, wegen dem D-Rating war es dann wohl weniger. Aber ich nehme das hier. Ja. Ich denke, das wird auch für die Moral der Soldaten gut sein, wenn sie wissen, dass es sowas gibt. Und danach dann halt die Erfahrungspunkte. Gut. Raus. Du bist bei 165%. Yes, Battlesuits. Ja, damit. Wir haben ein Warsuit, ein Anodized Chassis, das wird für den Spark sein, und Prototyp bekommen. Also für beides oder nur für eins? Das ist das Chassis für den Spark, richtig. Und sie haben Borg Advent Robotics zu erforschen. Gerne, gerne. Was macht das? Wahrscheinlich eine bessere Gremlin-Drohne. Ja, hier, braucht nur 3 Drone Racks. Go. Haben wir unseren Botch irgendwo mitgeschickt? Nee, nicht Squad Management. Soldier. Reaper, Skirmisher, Templar. Ich habe gerade irgendwo kurz Spark gelesen. Da.
ist am Infiltraten. Ja, nee, schade, den können wir jetzt nachträglich nicht mehr ausrüsten. Nee. Ja. Und die Rüstung? Da, Warsuit. 5 Punkte HP, 1 Punkt Rüstung. Ist also nicht so viel wie ein richtiger Battlesuit. Das war bei den Heavy Suits bisher auch immer so. Die haben halt als Vorteil dann diese Shredder Gun dabei und ähnliches. Und der Warsuit ermöglicht auch die Shield Wall Fähigkeit, wodurch der Anwender als Deckung zählen kann. Sehr praktisch. Hoffentlich aber auch am Ende der Runde. Das heißt, man kann dann vorgehen. Ja, nee. Man kann dann vorgehen und Deckung werden oder vorgehen und schießen. Oder halt stehen bleiben, schießen und dann Deckung werden für andere. So ungefähr. Was steht da noch? Eine schwere Waffe, ja. Und anstelle einer schweren Waffe können Tech-Soldaten extra Munition für ihre Gauntlet mitnehmen. Ja, okay. Nee, gut, das kostenlos zu bekommen wird schon mal helfen bei einer der nächsten Infiltrationsmissionen. Jetzt aber weiterhin Auge auf das Ding, das müsste bald fertig sein, weil da kriegen wir die gesamte Beute, die auf dem Boden droppt, also alle Leichen für die Forschung und dergleichen. Was haben wir hier? Nochmal Spione. Ja, also ich, das ist die dritte Mission innerhalb von 2 Folgen, ne? Also die sind leicht und geben bestimmt auch gutes Rating, weswegen ich abermals nicht verstehe, warum der Ratsmensch uns so angepumpt hat. Ja, sind leicht, geben Punkte, können eigentlich gerne durchgehen, welche von kommen. Deswegen verstehe ich das Dark Event nicht so ganz, also was für einen Nachteil das für uns hat. Das heißt, genau wie vorher, wir haben keinen Zeitdruck, also bleiben wir einfach stehen. Lauschen, aus welcher Richtung sie kommen, es wird aber vermutlich wieder Norden sein. Nördlich, ja. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Okay, nein. Ja, aber das ist bestimmt noch ein, zwei Bildschirme weit weg. Deswegen kannst du mal vorsprinten. Wir haben jetzt mehrere Soldaten mit der Shotgun, sehe ich gerade. Zwei und hier bei ihm, genau, drei mit der Shotgun. Order confirmed on the move. Moving to position. Affirmative, moving out. Roger, I've got my eyes on. Roger, I've got my eyes on. Shh, I think I heard something. 7 Gegner. Da werden schon mal 3. Außer es sind wieder irgendwelche unsichtbaren Beine. Das hatten wir ja auch schon eins, haben wir. Roger that. Ja, sind nur 3. Rest ist aber noch zu weit weg. Ich denke, von hier könntest du aber auch hochschießen, wenn sie nicht herankommen, ne? Nur wenn er wirklich ranstürmt. Schade, okay. Also brauche ich noch eine Runde oder 2. Ja, eine Runde bräuchte ich noch, bevor wir sie auslösen sollten. Aber die werden gleich getriggert, das kann ich nicht verhindern. Da. Dass wenigstens der Nahkämpfer nicht nah rankommt. Und du nimmst die Position ein.
Also wenn wir ganz viel Glück haben, drehen sie nach Osten oder Westen. Aber ich denke, sie kommen nach Süden, werden ausgelöst, verlieren eine Einheit und ja. Und sind blind wie sonst was. Okay. Dann können wir die jetzt auslösen mit irgendwas Garstigem. Was wir nicht wirklich haben. Okay, dann müssen wir einfach nur gute Schusspositionen. So, Overwatch 1. Overwatch 2. Vier. Du wirst gleich werfen. Affirmative. Moving out. Ein bisschen eng mit der Shotgun, aber 85% ist okay. Fünf oder so Overwatch und du wirfst jetzt die Granate. Da mitten rein, dass alle drei getroffen werden. Mit Glück könnte sogar alle töten. Also der ganze Overwatch jetzt, nicht die Granate. Sauber. Er läuft weg. Oh, aber wer stinke ich? Auch noch ein Overwatch rein. Und ein Treffer. Ha! Ah, oh, hi. Ah, mit der Gegnerart habe ich echt kein Problem. Die sind so schön berechenbar. Hat er sich gerade geklont? Okay, dann habe ich doch langsam Probleme, wenn sie bei mir werden. Vier von euch brauchen doch schon ein bisschen was an Schaden. Okay, jetzt müssen wir nicht in Deckung gehen. Bei denen. Der sollte noch sterben, weil der kann sonst rankommen und hier hauen. Können sie natürlich auch zurückziehen. Ein Treffer noch auf den. 84. Hat gereicht. Der wird nicht in einer G-Bewegung bis runterkommen. Ne, ist okay. Dann gehe ich hier wieder in Overwatch. Und Grace. Sind das die letzten beiden eigentlich? Ja, dann sind wir schon durch. Gleich unser Anführer von der Zelle hier. Das wäre du. Abstauben für die Erfahrungspunkte. Weil er der Einzige ist, der hier aufgestuft wird. Und den ich auch rausziehen kann, meine ich. Wie lange noch? Ich glaube, eins, zwei. Da müssen beide Schüsse setzen, sonst kriegt er gut einen ab. Aber ich denke. Okay, so geht das so. Ich denke, der überlebt den Schlag. Haben alle ja ordentlich HP, dafür, dass sie Rookies sind.
Ja, 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 ja. Kannst du zweimal angreifen? Nee. Kann sie aber rechnen. Und abermals. Ab. Oh, na dann. It's killing time. Abermals. Abstauben. Oder auch nicht. Aber hätten wir jetzt dieses Wetwork, nee, nicht Wetwork, sondern, doch, ich glaube, es war Wetwork, für die Bonus-Erfahrungspunkte, dann könnte man in solchen Missionen noch mehr die Leute boosten, die hier sind, dann sie hier rausholen, sobald sie Corporal-Rang haben und andere Leute wieder reinstecken. Ich weiß nicht, ob es für die Psioniker dann auch eine gute Methode wäre, weil davon haben wir doch ein paar mehr Rookies, dass wir die in die Camps stecken. Excellent. Left in their wake. XCOM refuses to let go of the ways of the old world. They will continue their wanton and reckless crimes until the entire world burns around them. Not a single casualty reported, Commander. Nope. I hope all of our deployments go this way. Du bist Medic, dann kriegst du die Medic-Sachen. Corporal Shakes. Okay, den muss ich gleich nochmal nehmen. 5 False Couples, die können wir alle schön zerlegen, ja. Continue. Soldier. So, Shakes. Müsste ja recht unten sein, ne? Corporal. Shakes. Customize. Charakterinfo. Nickname. So, wer Shakes sein möchte, oder Corporal Neil Sanders, bitte jetzt hier unter das Video schreiben. So lange bist du noch auf der Ersatzbank. Raus, raus. Und jetzt die eigentliche Mission, ne? Die 100, was auch immer Prozent da unten ist. 174%. Das dabei, die, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gestiert habe, dass die fertig wird. So. Oh, auch noch fertig gekriegt. Richtig produktiv jetzt, nachdem wir angeschnauzt wurden, dass es nicht gut läuft. Besserer Gremlin. Ein Advanced Advent Mech Breakdown. Nach Zerlegen von irgendwelchen Leichen. Und Skull Mining und Red Screen Rounds. Die Red Screen Rounds müssten die Hacking Rounds sein. Dass wenn man damit Roboter trifft, dass man sie einfacher hacken kann. Und Skull Mining ist der Data Jack da. Ja, Gremlin. Red Screen Run, Hacking Attacks, genau, und Skull Mining. Diese neue Skull Mining Technik könnte dazu führen, dass wir mehr Intel bekommen von den Gegnern und uns eventuell sogar Zugang zu einer versteckten Alien Facility geben. Den Zugang zu der Alien Facility bekommen wir durch den ganz normalen Skulljack, oder? Also das hätten wir jetzt schon haben können, hätte ich denn einen so einen Codex mal, ne? Und es erhöht auch die Fähigkeiten von bestehenden Skulljacks, dass sie besser hacken können. Das klingt gut. Du bist nicht das Zerlegen, nee, du bist das Erforschen von denen. Mach das mal. Robotic units developed by Advent seem to be wholly autonomous, capable of targeting and engaging selected units without reliance on external verification. Although it falls on me to work through the initial disassembly, I fully intend on involving Shen in this process, as her knowledge of robotics far outweighs my own. Ja, aber das ist ja auch nicht wirklich eine, ne, Sektion, die du da machst, sondern ja, Disassembly. Gut, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also wir haben jetzt die Rüstung dazu bekommen, wir haben den Spark-Upgrade dazu bekommen, das noch freigeschalten, wir können jetzt mehr Sachen zerlegen und weiterverarbeiten. Leute sterben nicht so schnell. Das klingt nach einem Aufwärtstrend. Egal, was der doofe Ratstypi sagt. Mal das scannen. Oh? Oh, 200%.
10, nicht 7 bis 9, was haben wir da? Advent Commando, Advent Mac, Archon, Sidewinder Serpents, Hunter Drone, Sectary Commander, Elite Priest. Sind aber sehr viele verschiedene Gegnerarten, also werden es nicht zu viele von einem sein. Die Kommandos waren aber nervig. Der Sectary Commander war auch ein besserer Psioniker und der Priest ist auch. Ja, es sind recht viele nervige, aber dafür nicht so viele von einer Art nervig, hoffe ich mal. Wir hätten noch 15 Stunden. 15 Stunden können wir es eventuell noch mehr drücken? Nee, ne? Es geht nicht mehr als 200%. Richtig gut, trotzdem mal. Noch ein neues Ziel. 8 Tage. 110 Supplies. Die sollten wir gleich im Anschluss machen. Wenn wir die Rüstung und Waffen von da unten wieder zur Verfügung haben. Also nicht vergessen, die Mission dann zu nehmen. Immer noch 10, 9 Stunden noch. Ich glaube, es kann auch nicht weniger werden. Oh. Du hast Erfahrungspunkte bekommen. Bessere Combat Intelligence. Genau, da wollten wir testen, wie viel das denn jetzt genau ist. Machen wir gleich. Da. Riva war das. Riva hat jetzt Combat Intelligence High. Es gab aber nur 5 Punkte. Also Riva war auf 0, bevor wir das gemacht haben. Also kann man das nicht so wirklich gut nutzen, um die Punkte zu boosten. Aber so kriegt er jetzt halt jedes Mal bei einem Stufenaufstieg 5 AP mehr. Rate of Ability Points Gains. Ja, also sowas sollte man eigentlich machen, wenn es noch Rookies sind. Damit sie halt jedes Mal mehr AP bekommen bei jedem Level Up. Ist ein bisschen Overkill, ne? Selbst für Long War. Na gut, also leider nicht so viel, wie ich dachte. Dann geht es da weiter. Die ganze Ambush- und Fail-Sache. Weil das hat uns das Rating auch ganz schön runtergezogen. Dass er mehrere davon weggefangen wurden. Kann ich das hier reduzieren? Ambush kann ich nicht reduzieren, ne? Das heißt, wenn ich die besten Leute nehme, ist immer noch 18% und. Ja, immer noch 18%. Die Failure-Rate ist 0, aber die Ambush-Chance ist halt da. Selbst wenn man Ability Points haben will. Locate Stronghold. Also wenn riskieren, denn für was Wichtiges wie Supplies. Gunner. Dürfen die nicht nackig losschicken. Keine Waffe. Okay, kein Warsuit, das ist wiederum Overkill. Aber wenigstens ein Predator-Suit. Medpack und Ceramic Plating. Hast du auch, oder? Nee. Ja, dann Skulljack nehme ich lieber mit für die richtigen Missionen. Weil die Chancen stehen ja, ne, positiv, dass sie nicht überfallen werden. Dann wäre es doof, wenn der Skulljack hier irgendwie drin gebunden wäre und dann nicht ordentlich benutzt werden kann. Weil ich denke, da sollte ich auch mehr hinterher sein, dass der Skulljack zum Einsatz kommt bei dem Codex und wir dann das Ding da machen können, die Hauptstory weiter. Damit wir auch irgendwann wirklich diesen Timer sehen können. Das wird Zeit. So, raus, raus, raus. Codex Brain Coordination Mission, ja.